SharePoint-Podcast, Ausgabe 425 vom 17.08.2020. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 425. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Nach einer kleinen Sommerpause bin ich wieder online und verspreche wieder sinnloserweise regelmäßig wieder online zu sein. Nein, natürlich will ich auch wieder öfter den Podcast machen, aber ich habe mich natürlich in der Zwischenzeit auch sehr viel mit Video beschäftigt und man kann immer nur eins machen. Nichtsdestotrotz, liebe treue Zuhörer, bringe ich natürlich auch gerne wieder für euch Content und werde diesen Podcast auch weitermachen und mich darauf fokussieren, hier immer interessante Informationen zu bringen, die ihr vielleicht nicht überall woanders auch hört. Fangen wir also gleich an, weil die ganze, meine Agenda heute ist hier pickepacke voll und deshalb keine Zeit verloren. Fangen wir mal ganz kurz an mit einer kleinen Bemerkung in einer Sache. Am 1. Juli habe ich mal wieder eine E-Mail bekommen und Hörer, die ja schon länger dabei sind, werden wissen, zum 1. Juli kriegen immer die Microsoft MVPs, die ein weiteres Jahr diesen Titel tragen dürfen, eine E-Mail von Microsoft, in dem bestätigt wird, ihr habt letztes Jahr gute Arbeit geleistet in der Community, ihr dürft ein weiteres Jahr MVP bleiben. Und ich habe diese E-Mail in diesem Jahr auch wieder bekommen, was mich wieder sehr gefreut hat, zumal es dann die 22. E-Mail war, sodass ich mittlerweile jetzt zum 22 Jahren MVP bin. Und ich glaube, ich bin einer der längsten permanent dabei seienden MVPs im deutschsprachigen Raum. Es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei andere, die es noch etwas länger haben, aber ja, und ich freue mich natürlich super über diese Auszeichnung und werde auch gerne weiter intensiv hier eine Community-Arbeit leisten und versuchen, Menschen zusammenzubringen, Community-Events zu organisieren, auch wenn sie mittlerweile alle online sind, aber das kriegen wir alles hin. Also, genau. Und ich habe natürlich auch so ein schönes Paket von Microsoft bekommen, wo wieder dieser Glaspuck ist, den ihr auch von anderen MVPs schon gesehen haben werdet. Und ich werde diesmal selber auch videomäßig unboxen. Natürlich nicht hier im Podcast, sondern auf unseren Videokanälen. Aber das kommt auch noch in dieser Woche. So viel lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den Corona-Sommer gekommen, seid gesund geblieben, hattet auch vielleicht ein bisschen Zeit und Muße, mal ein paar Tage, Wochen oder etwas länger Urlaub zu machen, um einfach mal zu entspannen, neue Kraft zu tanken. Ein bisschen auch das Ganze zu reflektieren, was in den letzten Monaten passiert ist. Da ist ja wirklich, also, ich habe das jedenfalls auch gemacht. Ich bin leider noch nicht ganz so weit mit den Erkenntnissen beziehungsweise mit den Umsätzen der Erkenntnissen, die ich gemacht habe. Ich habe ganz viel mit Video gemacht. Ich habe hier Kameras, Licht, Greenscreens. Es ist unglaublich, was ich alles gemacht habe und habe irgendwann beschlossen, jetzt ist hier ein Schluss mit irgendwelchen neuen Tools und sowas. Jetzt müssen wir mal Inhalte damit produzieren. Habe auch schon ein paar gute Ideen und wäre gerne schon etwas weiter. Aber aus verschiedenen Gründen ist es noch nicht so weit. Aber wartet ab, es dauert noch ein, zwei Wochen. Dann kommt das ein oder andere neue Videoformat und ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß daran, so wie mit diesem Podcast, den es ja nun mittlerweile auch schon seit 2004, weil wann gibt es den eigentlich? 2005, ne? Ja, bis 2005 geht es zurück. Ja, das dazu. So, dann gucken wir mal ganz kurz rein. Ich habe heute, weil es die erste nach der Sommerpause ist, habe ich auch eine super tolle Ankündigung, die sogar mal exklusiv exklusiv ist und hier auch zum ersten Mal verkündet wird. Und die kommt von der IOZ in der Schweiz, vom Josua Müller, dem CEO der Firma. Das dauert aber noch eine Sekunde. Wir reizen mal die Spannung an. Das dauert noch ein bisschen, denn vorher arbeite ich mal ganz kurz die Community Event News ab und dann kommen wir zu dem Interview, was ich mit dem User geführt habe. Genau, Community Events. Gerade in diesen Zeiten der Corona-Krise, wo es ja keine
Treffen in echt mehr gibt, also in echt schon, aber in Person, also persönliche Treffen, haben Online-Events die Macht ergriffen und werden natürlich klasse durchgeführt. Heute Abend zum Beispiel gibt es ein Online-Event mal wieder von der User Group in Hamburg. Und das Schöne daran ist, man kann jetzt, auch wenn man nicht in der Stadt wohnt, ja auch an diesen Events teilnehmen, weil online geht das ja alles viel einfacher. Ich war auch schon auf mehreren Online-Meetups zugange, habe auch den einen oder anderen Vortrag schon gehalten und ja, werde das auch in der nächsten Zeit machen. Ich habe mich jetzt mit Kontakt mal zu den ganzen User-Groups Schritt für Schritt aufgesucht und werde dann auch mal dort ein bisschen was rund um das Thema Video und ja, so praktizieren. Aber ich möchte keine Vorträge halten, sondern ich werde immer so 15 Minuten kurz ein bisschen Inspiration geben und dann gerne mit euch, die dann auf diesen Meetups sind, mal ein bisschen diskutieren, um mal rauszufinden, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Probleme, wo kann ich euch helfen? Halt, was man in so einer Community gerne, liebend gerne macht. Gut, schauen wir mal in die Events rein. Die großen Konferenzen sind ja auch alle abgesagt bzw. in den virtuellen Raum verschoben. Hier ein paar Updates dafür aus verschiedenen Gründen. Zum ersten Mal von der European SharePoint Konferenz oder beziehungsweise European SharePoint Office 365 und Azure Konferenz, die eigentlich im November in Amsterdam stattfinden sollte. Die ist verschoben worden auf den 8. bis 11. November 2021. Ebenfalls in Amsterdam. Aber als Ersatz gibt es die ISPC 20 online und die findet am 14. und 15. Oktober statt. Wo? Natürlich online, klar. Mit einem Pre- und einem Post-Conference-Tutorial-Day. Und ja, auf der Online-Konferenz gibt es über 100 Sessions. Jeff Tieper wird mit dabei sein, Scott Guthrie. Ihr könnt euch die Agenda und die Speakerliste schon auf der Webseite komplett anschauen. Die Pre- und Post-Tutorials, das kennt man ja auch von der Konferenz, das sind so ganztägige, halbtägige Workshops. Da könnt ihr in ein spezielles oder mehrere spezielle Themen tiefer eintauchen. Das Ganze ist kostenpflichtig. Die Konferenzteilnahme kostet 59 Euro und die Tutorials müsst ihr einfach mal auf der Webseite schauen. Wenn ihr bis zum 27.08. ein Tutorial bucht, dann gibt es ein 2-Tages-Konferenzticket derzeit gratis. Genau, und das Ganze findet ihr wie üblich auf sharepointeurope.com. Genau, und ich hoffe, wünsche dann Tracy und dem ganzen Team echt dem ganzen Team alles Gute. Ist sicherlich sehr hart, wenn so die komplette Konferenz dann ausfallen muss. Ebenfalls hart getroffen hat es den European Collaboration Summit und die European Cloud Summit. Diese ebenfalls wunderbaren Veranstaltungen, die wir alle immer gern mitgemacht haben, letztes Jahr in Wiesbaden und die eigentlich in diesem Jahr auch im Mai stattfinden sollten, hat man es jetzt in den Herbst verschoben, aber no chance. Und jetzt ist sie verschoben worden in, oh Gott, wohin? Der Adis hat sie verschoben. Und zwar den European Collaboration Summit auf den 14. bis 16. Juni 2021 und den neuen Cloud Summit, der sich um die Azure-Themen kümmern sollte oder kümmern wird, vom 27. bis 29. September 2021. Wieder in Wiesbaden und Mainz. Alle Tickets, die ihr bisher gekauft habt, und das waren schon viele, denn ihr wisst zum Beispiel im Collaboration Summit, man hat ja mit knapp 2000 Leuten da gerechnet und es sind irgendwie noch 150 Tickets übrig. Alles andere ist eigentlich für die diesjährige Konferenz schon verkauft worden. Für den Cloud Summit gibt es noch 450 Tickets, jedenfalls Stand vor 5 Tagen. Tickets kosten 300 Euro und könnt ihr halt jetzt schon bestellen. Und ich sag mal so, macht das. Damit unterstützt ihr nämlich auch dieses im Prinzip große Community-Projekt. Und es wäre absolut schade, wenn diese Konferenzen im nächsten Jahr nicht stattfinden würden. So, eine echte Online-Alternative dafür gibt es nicht. Aber es gibt am 26. Oktober einen Online-Learning-Day mit 6 Community Full Days Tutorials zum Thema Microsoft Teams Development, Azure Infrastructure Masterclass, Development Masterclass für Azure, Power Platform Masterclass. Diese Tutorials sind kostenlos und ihr könnt euch zu diesen Tutorials auf der
auf dem collabsummit.eu auf der Webseite anmelden und ja, das Ganze dann auch nochmal unterstützen. Ja, wirklich schade, auch die Microsoft-Konferenzen sind ja alle abgesagt. Obwohl, und jetzt, ich sag mal wieder, obwohl, es gibt kleine Funken der Hoffnung. Denn hier in Berlin, letztes Jahr, gab es die Konferenz Future Work. Das war eine Gemeinschaftstagesveranstaltung vom BDA, dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, und Microsoft, die sie hier im EUREF Campus, in diesem Gasometer Campus, durchgeführt haben. Und am 8.9. wird es diese Veranstaltung wieder geben und diesmal als hybride Veranstaltung. Das heißt, man plant tatsächlich etwas online und man plant etwas aber auch vor Ort auf dem EUREF Campus. Und die Veranstaltung ist kostenlos. Sabine Bendig wird sprechen, Christian Lindner wird da sein, noch viele andere interessante Sprecher aus Politik und Wirtschaft und natürlich auch IT. Und über die Zukunft der Arbeit wieder reden. Ich habe mich auch angemeldet. Ich war letztes Jahr schon da, fand das eine tolle Sache. Damals war auch wunderschönes Wetter draußen, tolle Atmosphäre, und werde Corona zum Trotz auch auf diese Veranstaltung gehen und mal schauen, wie so eine hybride Veranstaltung dann aussehen wird. Also 8.9., falls ihr in Berlin Umgebung seid und da mal hinkommen wollt, könnt ihr euch online anmelden. Future Work Microsoft. Dann, genau, und dann hatten wir letztes Jahr und vorletztes Jahr hier in Berlin im Rahmen des Microsoft Global Office 365 Developer Bootcamp unseren Event in Berlin durchgeführt. Die Bootcamps gibt es natürlich in diesem Jahr auch nicht in Person, aber auch als Online-Event, und wir werden in Berlin also den Global, oder von Berlin aus, den Global Microsoft 365 Developer Bootcamp, so heißt das diesmal, am 5.11. durchführen. Und unser Schwerpunktthema wird sein Power Apps, die ganze Power-Plattform. Mit dabei als sozusagen ausführende Tutoren, die mit ihrer brillanten Kenntnis der Thematik euch gerne in dieselbige einführen werden. Oh Gott, ich habe Grammatik gelernt. Das werden Luise Frese und Christian Glessner sein. Und genau, wir werden, dazu wird es noch mehr geben, aber ihr könnt euch diesen Termin gern schon mal vormerken. 5.11. wird das sein, nachmittags von 14 bis 18.30 Uhr, haben wir, glaube ich, gesagt. Online kann man sich damit schon demnächst anmelden. Am 20. schalte ich die Anmeldung frei. So, und dann, da wir jetzt noch bei den Veranstaltungen sind, um was abschließend zu sagen, schaut auf sharepointsocial.de in den Veranstaltungskalender. Dort führe ich alle online. Also alle, ich übertreibe wieder mal, ich sag mal alle, von denen ich es weiß und die ich eingetragen habe. Also ich versuche möglichst viele Community, Office 365, Microsoft 365, New Work, Webinare, alles was dazugehört. Genau, und da schaut rein, denn da findet ihr eine gute Liste, wo irgendwelche Online-Meetups stattfinden, in die ihr euch dann locker gerne einklinken könnt und euch vielleicht mit anderen austauschen könnt, die ihr normalerweise nicht treffen könnt, weil ihr vielleicht in völlig gegengesetzten Regionen wirkt. So, jetzt habe ich gerade mal in die bisherige Aufzeichnung reingehört und dachte mir, Gott, was ist denn mit dem Typ los? Der redet ja heute so schnell. Entschuldigung, ich muss, glaube ich, mal einen Gang zurückschalten. Ich versuche jetzt irgendwie 8 Wochen aufzuholen. Ich werde jetzt ein bisschen ruhiger und ein bisschen langsamer reden, denn wir kommen jetzt zu dieser kleinen süßen Exklusivnachricht, die ich für euch habe. Fand ich ganz toll, dass mir das angeboten wurde. Und die kommt aus der Schweiz. Und ihr wisst, ich habe eine besondere Affinität zur Schweiz. Zum einen ist es ein cooles Land. Zum anderen mache ich mit dem Chris Müller ja auch schon seit vielen Jahren die Sharepokalypse. Ich war immer gerne in der Schweiz. Und genau. Und es gibt dort eine Usergroup, die gibt es schon seit über 14 Jahren. Und die wird in Sursee ausgerichtet von der IOZ. Und ich finde es immer, es ist eine der besten Beispiele, wie man nachhaltig eine User Group organisieren kann. Und das ist sicherlich der Verdienst der dort tätigen Akteure. Und dazu gehört Josua Müller, Pius Rengli und Erich Lötscher. Das ist die CEO-Garde, das sind die Chefs der Firma. Und die Nachricht, die ich euch heute überbringen darf, ist, dass die drei jetzt gesagt haben,
das reicht jetzt langsam auch mal. Wir müssen mal die junge Garde zum Zug kommen lassen. Und insofern werden Sie das operative Geschäft an die junge Garde bei der IOZ, an Samuel Alessandri, den David Mehr, René Lötscher und Raphael Bachmann übergeben. Und genau, und das werden Sie morgen um 18. offiziell verkünden und haben gesagt, das kannst du aber auch schon heute mal am 17. einen Podcast packen. Ach, das geht ja runter wie Öl. Und ich muss sagen, ich war ja auch schon mal bei der IOZ zweimal zu entsprechenden User Group Meetings, schon länger her, aber es war immer toll dort. So, und natürlich lese ich euch diese Nachricht jetzt nicht nur einfach hier vom Blatte vor, sondern ich habe natürlich mit dem Josua Müller gesprochen und wir haben uns online getroffen über StreamYard, also über eine Videoaufzeichnung. Das für einen Podcast immer ein bisschen kritisch ist, weil wir haben tatsächlich auch zwischendurch mal gesagt, guck mal hier, guck mal da. Da könnt ihr jetzt natürlich im Podcast hingucken, wo ihr wollt. Ihr werdet dann nicht sehen, was wir gemacht haben. Aber das Video kommt in den nächsten Tagen auch nochmal online. Dann könnt ihr euch das Ganze auch als Bild anschauen. Ja, und ich habe mit dem Josua natürlich nicht nur über die Stabübergabe gesprochen, sondern auch ein bisschen in 20 Jahren SharePoint und Community-Arbeit und Microsoft 365 geschwelgt und ein bisschen drüber diskutiert. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Und danach habe ich noch eine ganze Reihe von Themen für euch. Also anhören und danach dranbleiben. Mein Blick geht jetzt mal ganz weit weg, rüber in die Schweiz, nach Sursee zur IOZ und dort begrüße ich den Josua Müller. Hallo Josua, guten Morgen. Hallo, wunderschönen guten Tag. Josua, Sursee in der Schweiz, Zentralschweiz, das hört sich an wie das Silicon Valley in der Schweiz. Was macht ihr in der Schweiz? Was macht die IOZ? Ja, das ist tatsächlich so. Sursee hat sich etwas zum Silicon Valley, das ist wirklich gar nicht falsch, etabliert. Es gibt viele IT-Unternehmungen, die in Sursee angesiedelt sind. Ich denke, es hat auch etwas zu tun mit der Nähe zu Zürich, mit der Nähe zu Zug, mit der Nähe zu Bern. Wir liegen sehr zentral in der Schweiz und die Wege sind ja alle kurz in der Schweiz und jetzt wegen Corona und mit den neuen Möglichkeiten halt noch etwas kürzer geworden. Genau, ja. Genau. Wir sind in Sursee, wir sind von der Geschichte her sind wir ein SharePoint-Spezialisten. Mittlerweile hat sich die Welt Richtung Cloud und Office und Microsoft 365 verändert und wir haben dann einfach immer auch mitgemacht mit den Neuerungen von Microsoft, sind Microsoft Goldpartner und betreuen da in der Schweiz doch mittlerweile zahlreiche Unternehmen, mittlerweile sehr viele Projekte in diesem Umfeld gemacht. Genau. Ja, und ihr seid auch wirklich, du hast ja schon gesagt, ihr seid ja auch seit der allerersten Stunde mit dabei. Das sind jetzt 20 Jahre, wenn es so ja. Ist, 20 Jahre SharePoint mit einer riesen. Ich weiß gar nicht, ob mich das freut, wenn du sagst 20 Jahre. Das zeigt eigentlich nur, wie alt wir alle doch mittlerweile geworden sind. Ja. Als SharePoint noch frisch war und die Leute noch. Das gab Zeiten, da war ich bei Kunden, habe von SharePoint gesprochen und die sagten mir Gesundheit, weil die das Wort nicht verstanden haben und nicht wussten, was eigentlich da genau damit gemeint ist. Und wenn ich denke, heute ist SharePoint in aller Munde und eine reine Selbstverständlichkeit. Jedes Kind kennt mittlerweile diesen Begriff. Das hat sich wirklich verändert in diesen 20 Jahren. Ja, ihr habt ja auch eine ganze Menge Community-Arbeit gemacht, dazu kommen wir gleich. Wir haben uns heute mal anders dessen, warum wir heute das Gespräch machen, ist, dass die 20 Jahre, du hast jetzt gesagt, das ist jetzt irgendwie auch mal genug, denn es gibt nämlich Veränderungen bei der IOZ. Und was macht ihr denn da? Was machst du denn da mit deinen Kollegen im Vorstand? Ja, wir haben die Nachfolge geregelt. Wir haben ein sehr motiviertes, junges Team in der IOZ, die mittlerweile auch schon einige Jahre in der Geschäftsleitung mitarbeiten. Und ja, ich bin etwas über 50 Jahre, 54 oder nächstes Jahr 55-jährig und ich habe gelesen in Büchern und auch in eigener Erfahrung von meinen Eltern, meinem Papa gelernt, dass man die Nachfolge rechtzeitig regeln sollte und das macht mich mega stolz, die Geschicke der IOZ jetzt in jüngere Hände zu geben. Und es erfüllt mich mit sehr viel Stolz und auch sehr viel guten Gefühlen. Es ist schön, wenn man etwas aufbauen kann und es dann in jüngere Hände übergeben kann. Das
Ist ein schönes Gefühl, ja. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, ja. Ja, das finde ich auch gut. Also ich meine, und da kommen wir gleich nochmal neben eurer Geschäftstätigkeit, die ihr gemacht habt, habe ich ja schon gesagt, ihr seid ja also Urgesteine der Community-Arbeit. Wir waren am 17.06., war ich ja bei euch auf dem Online-Meeting. Das ist ja das Schöne an der Corona-Krise, dass jetzt alle User-Group-Meetings online stattfinden, dass man dann locker mal aus Berlin vorbeischnacken kann. Ihr hattet einen besonderen Event, das war der 58. Event. Da habt ihr was gemacht oder du kannst ja mal erzählen, was du da gemacht hast. Ah, du sprichst vom Sabrieren. Ja. Ja, genau, wir haben die Umbenennung, nicht? Ja, genau, wir haben die Community umbenannt in Microsoft 365 und wir haben da einen sehr jungen, innovativen Marketingleiter, der hatte die gute Idee, wir könnten eine Champagnerflasche sabrieren. Ich bin ganz offen und ehrlich mit dir, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und der hat mir dann erklärt, man nimmt die Champagnerflasche und mit dem Schwert schlägt man dann den Zapfen weg. Und das habe ich dann irgendwie, das habe ich doch auch schon gesehen. Ah ja, das gibt so verrückte Typen, die machen das. Und dann habe ich immer vom Sablieren gesprochen. Ich denke, das Wort kam von Säbel und sagte dann Sablieren und dann hat er die mich belehrt und gesagt, nein, das heißt Sabrieren mit R. Ja, genau, und dann haben wir so die Flasche sabriert und das war wirklich ein cooler Event. Wir hatten sehr viele Leute dabei, also es war wirklich ein cooler Event, ja. Und dann haben wir die Community umgetauft, das mittlerweile das dritte Mal in den Begriff Microsoft 365, weil wir einfach mit SharePoint Community gestartet. Das passt natürlich, ist etwas antiquiert. Wie gesagt, du hast gesagt, 20 Jahre SharePoint, das hat sich natürlich völlig verändert in der Zwischenzeit. Ja, genau. Genau, das sollte man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Das war euer 58. Meeting. Das hört sich jetzt schon mal recht viel an. Wenn man aber weiß, dass ihr eure Meetings regelmäßig jedes Vierteljahr einmal machen, dann ergeben sich daraus 14,5 Jahre. Unglaublich, unglaublich. 2000 irgendwann angefangen, das erste Community-Meeting zu machen und ihr seid wirklich diejenigen, die also mit einer Konsequenz und einer Regelmäßigkeit das machen. Das ist schon total beeindruckend und ich war völlig beeindruckt, als ich in eurem Meetup war am 17.06. und dann sah, dass dann im Teams-Meeting über 140 Leute drin waren. Also das für eine 2-Stunden-Nachmittagsveranstaltung. Ihr habt ja immer tolle Vorträge da drin. Manchmal ist es ein bisschen schwierig zu folgen, wenn sie in Schweizerdeutsch sind, aber das ist auch gut so. Allerdings gibt es noch eine Bemerkung. Also wir hatten so einen Webcast gemacht. Also mit 140 Leuten, da sind wir sehr zufrieden. Also das mal definitiv, das ist eine schöne Zahl. Da sind wir stolz darauf. Aber wir hatten mitten in der Corona-Krise ein Webmeeting gemacht mit dem Thema, wie kann man Teams etwas besser einsetzen. Und da waren über 500 Leute dabei. Ich habe nie gedacht, dass sowas möglich wäre. Und das hätten wir ohne Corona nie hingekriegt. Das haben wir definitiv von Corona und natürlich auch vom richtigen Moment. Das Timing war nicht mal geplant. Also das Meeting war geplant, bevor wir überhaupt wussten, dass Corona mal zum Thema wird. Und da waren wir über 500. Aber Michael, habe ich dir schon erzählt, wie die erste Community stattgefunden hat? Nein, das wollte ich dich gerade fragen. Weil, weißt du, das tönt jetzt alles so, wie wir super wären und so mit dieser Community-Arbeit, aber die Wahrheit, die liegt ganz anders. Als wir mit SharePoint gestartet sind und hatten wir mehr Fragen wie Antworten. Und zu dieser Zeit konnte man nicht einfach den Google fragen und der wusste alles, sondern wir mussten uns Gedanken machen, wie kriegen wir irgendwie Know-how hin. Und dann haben wir gesagt, im Dorf. Wir waren das erste Mal zu viert. Wir haben rumgefragt, kennt jemand SharePoint? Wäre jemand interessiert, das etwas aufzuarbeiten? Und dann waren wir zu viert im kleinen Sitzungszimmer und haben miteinander gesprochen, betreffend SharePoint und wie man das einsetzen kann. Und das ist dann eigentlich der Start dieser Community gewesen. Und die ist dann gewachsen. Und die ehrlichste Antwort ist, es geht nicht nur darum, dass wir Know-how verteilen. Es geht auch darum, dass wir Know-how kriegen und auch sehr viele Erfahrungen aus Kundenprojekten erhalten. Und
es gab sehr viele Communities, da saßen mehr Konkurrenten in unserer Community wie Kunden. Hat uns aber völlig nicht gestört, weil wir haben alle voneinander profitiert. Und ich denke, ja, der Sinn ist ja, dass man Mehrwert gibt und etwas ins System geben kann. Gelernt haben wir, wenn wir diese Arbeit gut machen, gibt es viele Kunden, die sich dann bei uns melden, viele Interessenten, die sich dann bei uns melden. Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Leute kommen. Das sind so die ersten Signale, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Nein, diese Arbeit machen wir gut und die haben wir jahreweise konsequent gemacht. Und jetzt wegen Corona, lass mich das noch erzählen. Ja. Jetzt wegen Corona ist natürlich super. Wir hatten dann, wie du gesagt hast, hatten wir dann das letzte Mal über 100 Teilnehmer und wir haben uns überlegt, verstehst du, in der Regel gibt es 2 Vorträge, kurze Pausen danach. Und dann gibt es noch irgendetwas zu essen. Ein Bier, eine Wurst, beides. Keine Ahnung, wir haben schon Fondue gegessen in der Kälte draußen. Also ein Glas Weißwein oder was auch immer. Diese Communities vor Ort, die haben natürlich auch Social. Also wir wollen miteinander ja sprechen. Es geht ja nicht immer nur um Technologie, das ist ja langweilig, sondern es sind immer auch noch Menschen dahinter und es ist schön, mit denen zu teilen. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir jetzt das, wenn das Corona unsere Meetings verhindert. Und wir hatten das letzte Mal, mussten wir aufhören, wegen Budget, weil wir haben allen eine kleine Champagnerflasche versendet, mit einem kleinen Plättchen so für Apro zu nehmen im Vorfeld. Also wenn du dich an die Community bei uns angemeldet hast, kriegst du im Vorfeld ein Päckchen, wo du dann quasi, und dann haben wir alle online miteinander angestoßen. Es hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Und das sind dann einfach so Sachen, wo man, wie soll ich sagen, wir hatten dann irgendwie gemerkt, scheiße, über 100 Leute, das ist ja weit von unseren Budgets entfernt. Und dann haben wir dann quasi geschlossen und haben die Leute noch dazu genommen, aber dann nicht allen erzählt, dass es noch etwas zum Prosten gibt. Das ist cool. Ja, meine Frage wäre jetzt mal, dadurch, dass ihr schon so lange Community macht und 20 Jahre lang quasi in diesem Shareport-Umfeld, wie meinst du, wie groß ist der Anteil dieser Community-Arbeit an eurem Unternehmenserfolg, dass du jetzt heute an einem Punkt angekommen bist, wo du sagen kannst, ich übergebe das jetzt an die nachfolgende Generation, wir haben ein tolles Geschäft aufgebaut, wir haben viele Kunden. Was für einen Anteil hat die Community-Arbeit daran gehabt? Ich denke, die Leute, die sind müde, irgendwelche Werbung zu hören, wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir haben es in den Griff, melde dich bei uns und wir machen dich schön und glücklich und reich. Ich glaube, das kannst du jeden Abend im Fernsehen sehen, diese Werbeplatten, die interessieren keine Sau mehr, auf Deutsch gesagt. Ich denke, Mehrwert geben und vom Wissen teilen, das ist eine moderne Art, Marketing zu betreiben und sie macht zudem noch viel Spaß und gibt einem auch noch ein gutes Gefühl. Um die Frage zu beantworten, ich denke, dass diese Community-Arbeit für uns ein wesentlicher Teil des Erfolges ist. Wir werden auch immer wieder gezwungen, neue Themen zu finden. Wir kriegen auch immer wieder Feedback. Also für deine Zuschauer und Zuhörer, die Community-Arbeit, ich denke, der Schlüssel dieser Community-Arbeit ist einfach immer dabei bleiben, den Job machen, nie aufhören, nie aufgeben, dann funktioniert es. Wir hatten Leute hier in der Schweiz, die haben auch versucht, eine Community aufzubauen und hatten dann den Eindruck, 2-3 Events und dann wieder lange nichts. Das funktioniert einfach nicht so. Ich glaube, man braucht Freude fürs Thema, Freude, Wissen zu teilen, Freude zu lernen. Der Rest passiert von selbst. Ja, ich glaube, die Community-Arbeit, die hat für die IOZ eine große Bedeutung. Ja. Ja, ich hatte ja das Vergnügen, tatsächlich auch mal bei euch zweimal zu sein. Einmal 2011, da habe ich sogar einen SharePoint-Designer, gerade wo er Workflow, wo der SharePoint-Designer-Workflow ja im nächsten Monat irgendwie abgeschaltet wird. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich natürlich bei euch, also, und da muss ich natürlich sagen, was mir bei euch immer extrem gut aufgefallen ist, war natürlich diese 2 Stunden Vorträge, die waren, aber das anschließende Apero, das kannte ich auch nicht, was das ist, aber... Was, ich sag dir denn in Deutschland? War lecker, so mit Bündnerfleisch und mit Bergkäse und all so. Aber wie sagt ihr, wenn ihr nicht Apero sagt? Wie sagt ihr dann? Also ich hätte jetzt Apero gesagt, ich weiß, oder Apero, oder ich weiß gar nicht mehr. Ah, okay. Wie heißt es denn richtig? Apero? Apero, ja, das geht doch. Genau, also das war die super. Und dann habt ihr natürlich, ganz ehrlich, ihr habt uns auch einen, mir also auch einen der
beeindruckendsten Community-Events beschert, den wir jemals gemacht haben. Und zwar war das dieses Bootcamp in Stoß auf dem Berge dort oben, wo wir 2 Tage waren wir, glaube ich, da oben. Da war noch Dan Holm, hat Vorträge gehalten. Und ich habe dort, das war ein wunderschönes Wetter und es gibt ja dieses wunderbare Foto, das werden wir mal hier, warum, ich kann es ja zeigen, ich habe es ja hier drin, guck mal, wir schmeißen das Foto mal einfach rein, da ist es. Das war dieses wunderbare Foto von Stoß und da ist diese kleine rote Bank, auf der ich mich mit dem Dan Holm hingesetzt habe und habe dort die 239. Ausgabe von dem Podcast gemacht. Jetzt sind wir bei 425. Also unglaublich. Und das war damals, also das war so eine tolle Atmosphäre auch und es war auch von der ganzen Organisation her, vom Ambiente her, war das immer toll und für mich waren auch die Vorträge, die man in der Schweiz gehalten hat, ich habe ja auch noch bei anderen Events gehalten, das Schweizer Publikum ist schon ein bisschen anders. Man hält einen Vortrag, die Reaktion ist relativ gering und du denkst immer, naja, das war ja wohl nichts, nachher komm, da hast du. Ja, dann ist man daran gewöhnt, aber ich finde das richtig klasse. Und ich mache ja auch noch einen zweiten Podcast mit dem Chris Müller aus Zürich zusammen. Da machen wir seit über 5 Jahren ja schon unsere Sharepokalypse. Und so habe ich im Prinzip ja jeden Monat einmal meinen Talk mit einem Schweizer Experten. Das ist auch immer noch sehr schön. Finde ich immer, also tolle Sache und auch wie ihr diese Community dort aufgebaut habt und durchgeführt habt. Was ich, glaube ich, auch als einen Punkt empfand, den ich bei keiner anderen Community so gesehen habe, ist, bei euch gibt es im Prinzip am Jahresanfang die 4 Termine, wann die Community stattfindet. Die sind immer im Quartal und die kann man sich am Anfang des Jahres schon vorab alle anschauen. Und das fand ich so beeindruckend. Genau, Organisation ist das halbe Leben. Und wenn man sich darauf einrichten kann und einstellen kann, dann funktioniert das. Also super toll. Also ich habe mich immer, war immer etwas lustig, wenn man sagt hat, ja, das ist die Community Zentralschweiz. Also Sursee war jetzt, ist jetzt nicht, sagen wir mal, für die meisten ein Begriff, der sofort einen Punkt auf der Landkarte zu deuten in der Lage ist. Immer toll. Hat mir echt immer. Aber was du sagst betreffend diesen Terminen und dass man die nicht verschieben. Das war 2 oder 3 Mal in all den Jahren, war das tatsächlich ein Thema, weil es gibt immer Gründe, diese Community nicht stattfinden zu lassen. Fehlende Referenten, zu viel Arbeit, um etwas vorzubereiten. Ja. Ich denke, das kennst du von deinem Geschäft sehr gut. Und das war dann 2 oder 3 Mal tatsächlich wurde dies zum Thema und wir haben dann einfach gesagt, done is better than perfect. Also, besser, wir tun was und dann kommt es halt heraus, wie es herauskommt. Aber wir haben uns an die Termine gehalten, weil alle, die ja da teilnehmen, die wissen ja auch, wie anspruchsvoll so etwas ist. Und dann hat das dann halt einfach die Qualität, die es dann einfach hat. Aber wir haben es gemacht. Und das war eine gute Strategie. Ich denke, das hat sich gut bewährt, dass wir dann einfach an den Terminen festgehalten haben. Und der Grund, warum wir die seit einiger Zeit Anfangsjahr festlegen, ist halt einfach, weil wir die Arbeit auf mehrere Köpfe verteilen möchten und sich dann die Leute auch entsprechend Zeit nehmen sollen und dürfen, um dann einen Vortrag vorzubereiten oder etwas Spannendes darzubieten. Ja, vielleicht zum Abschluss, wo du dich jetzt ja aus dem Bereich so ein bisschen zurückziehst und du mal die letzten 20 Jahre mit SharePoint, mit der ganzen Plattform, mit dem ganzen modernen Arbeiten ein bisschen reflektierst. Ich habe immer so das Gefühl, also bis kurz vor der Corona-Krise, Corona hat doch einiges nochmal geändert. Bis vorher war es immer so, dass man ganz oft über Themen gesprochen hat oder über Hindernisse oder Probleme, die man eigentlich vor 20 Jahren auch schon hatte. Das ging um Adoption, das ging um Benutzerfreundlichkeit und alles drum und dran. Das war für mich. Was war denn für dich, sagen wir mal so, geht dir das auch so, dass du sagst, oh Gott, da haben wir nicht so viel bewirkt? Oder wie empfindest du so die Entwicklung der 20 Jahre? Bist du mit dem Ganzen, was da rausgekommen ist, zufrieden? Und worum müssten wir uns eigentlich heute noch mehr kümmern als, sagen wir mal, vor 20 Jahren, damit das Ganze erfolgreicher wird? Also ich denke, dass Corona hat der ganzen Thematik schon nochmal etwas Schub gegeben. Und ich wurde da korrigiert von meinen Kollegen, weil ich habe mal vor meinen Mitarbeitern die Aussage gemacht, ich bin Corona-Fan. Und dann haben die gesagt, nein, das kannst du nicht sagen, sowas ist schlimm und wir verlieren jetzt Arbeitsplätze und das Gespenst ist überall. Aber weißt du, Michael, schau dir mal an, wie viel Diesel und Benzin wir verbrennen, um einander zu sehen. Und das war vor dem Corona.
einfach eine Selbstverständlichkeit. Dann konnte man den Müller Josua oder jemandem aus seinem Team anrufen und sagen, wir haben da noch Fragen. Dann ist der Josua ins Auto gesessen, nach Zürich gefahren, hat 5 Franken gesucht, dass er es parkieren kann. Und dann war er zum freundlichen Fräulein, das gesagt hat, ja, Herr Müller, Sie dürfen hier noch 5 Minuten sitzen, bis Sie dann ins Sitzungszimmer vorgelassen werden und bla bla bla, du kennst ja das alles. Jetzt mit dem Corona, da kommst du rasch extrem effizient auf den Punkt. Es geht um die Zeit, die ich früher im Auto verbracht habe, um ein Meeting vorzubereiten, um dorthin zu fahren. Die verwende ich heute, um das Meeting vorzubereiten. Die Zeit steht mir zur Verfügung. Und ich, deswegen sage ich, die Zeit hat sich sehr gut entwickelt in diesem Zusammenhang. Und ich denke, wir haben da große Mission, unseren Kunden und der ganzen Gesellschaft noch etwas zu zeigen, wie wir da vorwärts machen möchten in diesem Zusammenhang. Und das ist sehr, sehr positiv. Also die Frage war, was hat sich verändert? Ich glaube, Corona hat sich verändert. Die Technologie ist reif geworden. Mittlerweile kannst du mit wenig Budget sehr rasch Kommunikationsplattformen bauen. Es wird immer besser. Ist schon cool. Also ist schon, ist natürlich auch in diesen 20 Jahren ein Privileg, wenn man das miterleben durfte und viele Kunden betreuen und die Kommunikation prägen konnte. Klar, wenn du SharePoint-Plattformen anschaust, die wir vor 5 oder 10 Jahren gebaut haben, da musst du beide Augen vor den Kopf halten. Das kannst du nicht mehr ansehen, ist völlig veraltet und so. Aber es ist einfach der Lauf der Zeit. Ich denke, ein wesentliches, es wirklich jetzt, dieses Corona hat sehr, sehr viel verändert und meiner Meinung nach nicht nur negativ, also sehr viel auch positiv. Es zwingt uns jetzt, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Und da höre ich immer die Aussage, ja, der Mensch und so, wir müssen einander sehen. Michael, ich habe etwas andere Erfahrungen gemacht. Das stimmt. Viele arbeiten jetzt im Homeoffice, sind längere Zeit alleine. Aber wenn ich reflektiere, sind wir vorhin, wenn wir ein Projekt zu bearbeiten hatten, ins Sitzungszimmer gesessen, tak, 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 es ging los und wir haben gleich vom Thema gesprochen. Jetzt im Corona habe ich gelernt, stopp, stopp, stopp. Nimm dir noch 5 oder 10 Minuten Zeit, um mit dem vis-à-vis etwas Menschliches auszutauschen, Socializing. Und die nehmen wir uns jetzt ganz bewusst die Zeit und ich habe gute Beziehungen gebaut, die tiefer sind denn je. Darum bin ich nicht ganz einverstanden, wenn man sagt, man muss einander immer sehen. Klar, es gibt Momente, da muss man, aber wir sehen einander auch. Ich kann deine Körpersprache lesen. Ja. Ich sehe, du willst jetzt langsam zum Schluss kommen. Das lese ich oder interpretiere ich deine Körpersprache falsch? Meinst du? Nein, ich hab alle Zeit der Welt. ich ganz ehrlich, ich habe das auch festgestellt. Man muss ja immer für Podcasts und für Videos muss man auch gucken, dass man nicht endlos wird. Aber auf der anderen Seite, ich habe tatsächlich auch, merke ich auch, und da kann ich dir voll zustimmen, dass man Meetings, die man jetzt macht, gerade so 1-zu-1-Meetings sind, dass die einfach ein bisschen länger dauern, weil man sich einfach mehr Zeit nimmt und eben neben dem ganzen Fachlichen, was man da durchackern will, trotzdem nur fragt, wie geht's, was hast du gemacht, wie geht's bei dir, was ist so, was sind deine Erfahrungen, dass man da einfach noch viel, eigentlich tatsächlich viel socialized arbeitet, miteinander kommuniziert, als manchmal auf tatsächlich Online-Meetings. Was mir tatsächlich ein bisschen fehlt, ist wirklich so die, so diese Meetups, dass man sich auf Meetups da, weil doch da informell mal auch das neue neue Leute kennenlernen oder mit sich einfach mal, wo man sich immer nur online kennt, mal tatsächlich auch persönlich zusammen austauschen kann. Aber das wird sicherlich auch wiederkommen. Also da kann ich dir in dem Falle auch nur zustimmen. Ich finde es auch positiv, also das, ich versuche ja auch mal den Dingen irgendwie was Positives abzugewinnen, sonst kann man sich ja gleich irgendwie die Kugel geben. Ich muss auch sagen, ich habe an Online-Konferenzen jetzt teilgenommen, die ich niemals anders früher hätte besuchen können. Das war gerade so im Livestreaming-Video. Da gibt es ja in den USA wirklich gute Konferenzen, wo top Leute hinkommen, wo du dann hinfliegen kannst. Dann kostet, weiß ich, 2.000 Dollar der Eintritt und dann Flug und Reise. Mhm. Und jetzt waren die halt mal kostenfrei. Und dann hängst du dich einfach mal 5 Stunden in so eine Online-Streaming-Konferenz an und hörst davon Top-Leuten, die das halt ewigen Zeiten machen, was für Tools sie nutzen, wie sie das Programm gestalten, wie man das Ganze vermarkten kann. Und das ist also wirklich richtig cool. Ja? Und für mich auf der anderen Seite, ich war jetzt auch schon in 4, 5 verschiedenen User-Groups, habe auch gerne schon Vorträge gehalten, wobei ich auch, wenn ich in User-Groups war, bei euch auch ganz kurz mit dabei, wo ich eigentlich eher sage,
ich zeige mal 15 Minuten, reiß mal ein Thema an mit ein paar Folien, ein paar Demos und in den nächsten 30 Minuten, die fangen wir dann mal an zu diskutieren. Und ich habe ja gesehen, mittlerweile gibt es in Teams, wo ja mittlerweile die meisten User Group Online-Meetings drüber stattfinden, jetzt diesen, ich sage mal Hörsaal-Modus. Ja, genau, habe ich auch gesehen. Und der sieht, es gibt ja schon so ein gewisses Gefühl, dass man alles sieht, dass man sie besser als diese Quadrate, die da sind, dass so langsam da auch so ein Feeling aufkommt, gerade wenn man so interaktiv miteinander auch in so einer Online-Gruppe spricht, kann man so ein bisschen von dem Spirit von so einem Online, also so einem Präsenzmeeting wieder aufbauen. Aber gut, wir müssen mal gucken, wie das weitergeht. Ich habe tatsächlich, ich glaube, Microsoft hat ja gesagt, sie machen noch bis ins nächste Jahr keine Veranstaltungen. Ich habe aber tatsächlich für den 8. September hier in Berlin eine Einladung von Microsoft und dem Bundesverband der Arbeitgeberverbände bekommen. Die machen ihre Future Work, die sie letztes Jahr schon gemacht haben, so eine Eintageskonferenz mit Politikern und die sich aber die Zukunft der Arbeit unterhalten. Das war letztes Jahr schon sehr toll. Die machen die diesmal als hybride Konferenz. Es gibt tatsächlich einen Online-Bereich, aber es gibt auch tatsächlich einen Präsenzbereich. Und mutig, wie ich bin, werde ich da mal hingehen. Ist ja mal schön zu sehen, dass dann wieder mal so etwas auch wieder in Präsenz stattfindet. Ja. Joshua, es war mir eine Freude. Es ist vor allen Dingen wirklich, bewundere euch immer und fand das immer wirklich ganz toll, wie lange konstant ihr diese ganze Community-Arbeit. Also weißt du, wenn du das sagst, ich meine, du bist ja das Urgestein, du bist ja der Herr SharePoint in Person. Also wenn jemand weiß, was treue, langjährige Arbeit ist, dann bist du das. Also das können wir dann gleich rüber nach Berlin schieben. Ja, danke. Aber für mich ist es ja wirklich, das hat ja auch damit zu tun, wenn man so lange dabei ist. Man sieht ja, was kommt, was geht und so weiter und so weiter. Da findet man schon diejenigen, von dem man sieht, okay, das ist wirklich solide, perfekte, coole Arbeit. Und es gibt dann aber auch andere, wo es dann ein bisschen schwieriger ist. Aber wie gesagt, ganz toll, was ihr da gemacht habt. Liebe Grüße an die neue Führungsmannschaft. Das werde ich sehr gerne ausrichten. Und natürlich auch für dich alles Gute. Ich darf mal noch ergänzen, dass da es ja auch online ist, dass ihr am 16.09. euer nächste Community macht, ne? Habe ich genau gesehen. Die 59. dann. Eins. Gibt es bei uns im Community-Kalender, da ist der Link dazu und wir können sich eben auch alle aus aller Welt dran beteiligen, weil ihr seid ja online in Teams. Ganz genau. Ja, in dem Sinne, Joshua, alles Gute für dich und wir hören uns trotzdem mal wieder, auch wenn du vielleicht nicht mehr so ganz im aktiven Job dann drin bist. Herzlichen Dank, besten Dank, beste Wünsche an dich, Michael. Danke. Ja, nochmal alles Liebe, alles Gute an den User und die alte CEO-Garde. Vielen Dank für eure langjährige Arbeit, alles Gute für die Zukunft und natürlich auch alles Gute für die Nachfolger. Und ich freue mich schon darauf, wie es bei der IOZ mit der Community-Arbeit weitergeht. Ich habe gesehen, am 59. am 16. September ist das nächste Online-Meetup. So, ich hatte euch jetzt eigentlich gesagt, ich habe hier noch ein paar Themen, aber ich sehe auf der anderen Seite, wir sind schon bei Minute 45 angelaufen. Da ist jetzt so dieses Thema für Fachthemen, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch nicht so, was ich stehe jetzt. Deshalb verschiebe ich das auf das nächste Mal, beziehungsweise auf die Videoformate und will das genau noch mit euch teilen, das Videoformat. Genau, ich habe ja nun schon, wir machen ja schon viele Jahre Videos hier. Mir sind gerade wieder Videos von vor über 10 Jahren in die Hände gefallen, wo ich sagte, Gott, was wir da schon gemacht haben. Die SharePoint-Sendung, kann ich auch ansagen, am 1. September planen der Gernot Kühn und ich, die nächste SharePoint-Sendung aufzuzeichnen und zwar diesmal live. Und zwar nicht nur live über online, sondern wir werden uns dazu persönlich treffen in Microsoft hier in Berlin unter den Linden. Das wird um 14 Uhr sein. So ist der derzeitige Plan. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wir werden das Livestream über, vermutlich auf jeden Fall über LinkedIn und wahrscheinlich auch noch über Fatzebock. Und ihr könnt euch dann an dieser Sendung live beteiligen, weil wir können ja die Kommentare dabei abgreifen und mit euch darüber kommunizieren. So, das ist erstmal so als eine Ankündigung. Daneben kann man natürlich mit Video noch viel mehr machen.
Und das möchte ich auch machen. Ich habe schon ein paar schöne Ideen und würde mich einfach freuen, wenn ihr die mit mir teilen würdet. Ich werde darüber im nächsten Podcast etwas genaueres machen. Verfolgt einfach mal meinen LinkedIn und meinen Facebook und auch meinen Twitter-Account. Da wird es noch ein bisschen mehr dazu geben. Und falls ihr eine interessante Story habt, wo ihr mal drüber reden möchtet, also zu den Themen einmal Retro, wenn ihr eine schöne Geschichte habt, aus die mindestens 20 Jahre alt ist und ihr etwas erzählen könnt, wie ihr damals mit IT-Technologie gearbeitet habt, das würde mich interessieren, würde ich gerne mit euch mal drüber reden. Und hat mich doch neulich irgendjemand gefragt, was ich als Kind für Apps auf meinem Handy hatte. Ach ja, okay. Genau, in diese Richtung geht das Ganze. Und das zweite soll dann so ein etwas lockeres Talk-Format werden, wo ich dann aber nicht nochmal diese ganzen technischen Themen abhandeln will, sondern wir wollen gerne mal drüber sprechen, wie man das Ganze anwendet, persönliche Erfahrungen zusammenstellen wollt. Und wenn ihr dazu was beitragen möchtet, nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Wir können darüber reden und dann mal einen Termin vereinbaren. Und natürlich habe ich mir auch vorgenommen, wenn ich meine Setups alle durch habe, die mal aufzusetzen in Form von Videos, um euch zu erklären, welche Kamera, Mikrofon, Mischpult, Software, Licht, was noch, Luft, Atem, keine Ahnung, alles dazu nehme, um etwas zu machen, sei es im Studio, sei es vor Ort, sei es live auf der Kiste. Und da gibt es mittlerweile vieles, was man teilen kann, und das möchte ich auch gerne mit euch teilen. Da gibt es also eine How-To-Serie zu. So, das sind so die drei Dinge, die mir im Moment vorschweben. Es fehlt noch ein bisschen an der Umsetzung. Ich bin schon dabei am Projekt bearbeiten, aber es dauert noch ein wenig. Aber freut euch darauf, da kommt was. Und jo, das war's dann für heute, für die 425. Ausgabe. Freue mich natürlich über Feedback und sage... Ja, und wie heißt es immer schön? Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Grech. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.